Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Assassin's Creed Unity. Und wir schleichen mal ein bisschen. Aber wir machen noch immer das Gleiche, was wir letzte Folge gemacht haben. Wir sind noch immer im Palast und ja, müssen durch den Palast durch zu den Briefen des Königs. Ach, der sieht mich. Egal. Reicht. Was, der hat ihn gerade abgestochen? Dich kriege ich auch noch. So. Gegen dich muss ich leider kämpfen. Du Arsch. Als ob ich ein Arsch wäre, ja? Ich bin Della Malafaka der Erde. In Sneaky. Oh. Ich dachte, ich könnte den retten. Es ist jetzt natürlich dumm gelaufen. Ich wollte dich doch retten. Naja, egal. Sagen wir mal so, ich glaube, wir sind... Ihr seht nicht aus wie diese blutrünstigen Revolutionäre. Im Zimmer des Königs. Wirkt etwas unheimlich, wenn ich das anmerken darf. Und ihr seid die Nachhut, nicht wahr? Äußerst praktisch, dass dadurch so viele Türen zwischen euch und dem Kampf stehen. Oh, ich bin gar nicht hier. Nicht offiziell zumindest. Doch wie oft hat man die Gelegenheit, sich die private Amtsstube des Königs anzusehen? Ist es etwas Bestimmtes, wonach ihr sucht? Staatsgeheimnisse, private Korrespondenz, persönliche Schätze, so etwas in der Art. Ich hoffe, dass wir nicht dieselbe Beute im Auge haben. Gewehre? Gewisse Briefe an den König. Sie wären missverständlich, wenn die falschen Männer sie finden. Verstehe. Dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ich glaube, der König hat hier irgendwo eine Geheimtür eingebaut. Würden wir die nur finden? Ja, würde ich nur mein Adlerauge haben, ne? Napoleon Bonaparte. Na? Könnte hier eine Geheimtür drin sein? Eine Geheimtür? Was sagt er dir? Sehr gut gemacht, mein Freund. Was leuchtet da hinten so? Etwas gefunden. Ein wahres Füllhorn. Ja. Und ihr? Ich glaube, ist das ja. Ein Edelsplitter? Ja, das sind sie. Das sollte die Sache erledigen. Darf ich vorschlagen zu gehen? Beeilung. Was ist das? Unser Ausgang. Gib mir Deckung, ja? Ach, also wieder alle möglichen Leute abstechen. Okay. Hatte der gerade einen Edelsplitter in der Hand? Langsam. Das wäre ganz schön schlecht, wenn das wirklich einer wäre. Ach, noch eine Welle. Komm. Das so eine coole Möglichkeit, über die Wand zu laufen und dann so Leute zu töten. Ich fand schon in 3 haben sie das richtig gut gemacht mit den
mit den Kill-Moves. Ab 3 sind sie damit richtig gut geworden. Mir ist auch gerade erst aufgefallen, dass wir unten so eine kleine Anzeige haben, wo steht, dass wir die Napoleon mit so einer Zeit verteidigen sollen. Man sollte vielleicht etwas mehr auf dem Bildschirm gucken, insbesondere aufs HUD. Sucht alles ab! Ich will die Dokumente! Er? Was? Verdammt! Ja, Kapitän Rui hat diese Wirkung auf Menschen. Ein Freund von euch? Ein hartnäckiger Stachel, den ich noch nicht ganz herausziehen konnte. Ich brauche Informationen von ihm. Ich muss zu ihm zurück. In dem Tumult. Ihr würdet ihn dort nicht finden. Kommt mit mir, ich habe eine bessere Idee. Ihr habt euch gut geschlagen da hinten. Ich schätze, ihr habt nie eine militärische Laufbahn in Betracht gezogen. Nee. Ich halte nicht viel von Befehlen. Ah, der Schrecken von Generälen und Staatsmännern aller Orten. Ein Individualist. Ich kenne das Gefühl. Männer wie wir haben den meisten Soldaten etwas voraus. Und zwar, wir haben einen eigenen Kopf. Wenn ihr euch heute verpflichtet, seid ihr in 10 Jahren ein Marischal. Garantiert. Ein großzügiges Angebot. Aber nein. Wohin das Herz führt, muss ein Mann folgen. Kommt zu mir, wenn ihr eure Meinung ändert. Ich glaube nicht, dass wir das werden. Bonaparte ist mein Name. Napoleon Bonaparte. Oberstleutnant der Artillerie. Zurzeit. Arnaud Dorion. War der wirklich Artillerie? Und tut mir den Gefallen, falls jemand fragt. Ich war nie hier. Ich habe mir all dies nur aus einer Tischlerwerkstatt aus der Ferne angesehen. Ein Gesicht in der Menge. Natürlich. Okay. Was nun? Einen Moment. Na, was machst du? Ihr solltet in Deckung gehen. Ja. Alles in Ordnung hier. Gut, Korporal. Grandioser Schuss. Der richtige Drill ist entscheidend für den Erfolg eines Regiments. Wie ihr sollt, jetzt geht's hier. Hier trennen wir uns. Was ist mit Rui? Gebt mir ein paar Tage. Ich werde sehen, was ich in Erfahrung bringen kann. Vielleicht lässt sich ein Treffen arrangieren. Macht's gut. Okay, also wir haben mal wieder jemandem geholfen und ja, das war's, ne? Sozusagen. Und damit haben wir wieder eine Mission vollendet. Gerade eben waren noch alle böse auf die Leute hier und jetzt ist nichts mehr da. Irgendwie komisch, ne? Ich weiß nicht warum, aber... So, wollen wir jetzt hin? Wir wollen wahrscheinlich jetzt schon zu Napoleon. Ah, vorher nehmen wir den Verbrecher mit. Oder... Also, ja. Ja, jetzt wollen wir so eine Mission wollen wir nicht machen, aber nee, tut mir leid. Ja, scheinbar
Hat der wirklich mit dem Kanonieren zu tun gehabt, aber mehr kann ich jetzt nicht auf Anhieb herausfinden. Zu dieser Zeit. Ich möchte jetzt auch nicht mehr über den verraten, jetzt was ich lesen kann, weil ich vielleicht ja Spoiler. Das wäre nicht so klug. Auf jeden Fall weiß ich, dass er laut den historischen Quellen, also nicht laut dem Spiel, die Revolution... Boah, wieso kommen immer so viele auf einmal? Kann nicht immer alle einzeln kommen? Komm schon. Muss doch. Weg mit dir. Ey. Auf jeden Fall hat er die Revolution begrüßt, aber die blutigen Aufstände verabscheut. Naja, scheinbar mochte er den König nicht. Muss ja das Königsdasein. Wieso laufen wir eigentlich hoch? Komm, das September-Massaker. Heute Morgen wurde ich von drei Männern belästigt, die einen aufgespießten Kopf umhertrugen. Sie hielten meine Uniform wohl für ein Zeichen des Adels und verlangten, dass ich lang lebe die Republik rufe, um meine Loyalität zu beweisen. Ich schätze, die dreifarbigen Kokarden sind heutzutage passé. Was habt ihr getan? Ich rief, lang lebe die Republik. Ein Mann mit Prinzipien. Leben ist wertvoller als Würde. Ja. Aber so etwas passiert, wenn man halbverhungerten Narren die Gewalt über die Regierung gibt und blutrünstigen Wilden das Kommando über die Armee. Rui. Ich wollte ihn in eine weit entfernte Garnison versetzen. Doch er muss wohl über sehr gute Beziehungen verfügen. Er ist unberührbar. Aber ihr wisst, wo ich ihn finden kann. In der Kaserne erzählt man sich, dass er und eine Einheit seiner Kumpane diesen Nachmittag zum Grand Châtelet marschieren wollen. Wenn ihm ein Unglück zustoßen würde, würden nur wenige in Frankreich leiden. Meine Karriere sicher nicht. Tja, feilt an eurer Redekunst. Okay. Gut. Dann wollen wir mal. So, ab geht's. Nehmt ihre Waffen. Bloß keine Dummheiten. Komm schon, Jungs! Bringt mir einen Aufseher! Da haben wir ihn wieder. Den Hauptmann. Und Lee ihn eliminieren. Gut, machen wir. Also, ich würde sagen, wir drehen uns erstmal die ganze Zeit im Kreis, weil wir uns nicht fallen lassen können. Das ist so ein kleines Movement-Problem, immer noch. Dass man nicht genau das machen kann, was man machen möchte. So, ich würde sagen, erstmal einmal rumherum gehen. Oder? Ja. Rumherum gehen. Nein, ich würde sagen, wir hören jetzt wieder mal auf und werden diese schöne Festung in der nächsten Folge zum Einsturz bringen. Und damit sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein.